Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich nehme euch mit auf die Elektronika, die noch bis Freitag, den 14.11. in München stattfindet. Die Elektronika ist eine riesige Messe rund ums Thema Elektronik. Dort sieht man Hallen voll mit Kondensatoren, Widerständen, Lötwerkzeugen und vieles mehr. Am Morgen war der übliche Münchner Verkehr, also viel Stau. Die Parksituation an der Messe war am Dienstag aber total angenehm. Die Tageskarte kostet aktuell 10 Euro. Virtual Reality ist ein sehr großes Thema auf der Messe. Hier am Mauserstand konnte man dreidimensionale Welten bereisen, um sich über Produkte zu informieren. Am Wirt Elektronikstand gab es ein Spiel, bei dem man Bauteile auf einer Platine bestücken musste. Sie müssen aufpassen, weil sobald Sie das jetzt greifen. Okay, jetzt haben Sie angefangen. Okay. Ja, die Viel mehr Talent hatte ich natürlich beim Frogger-Nachbau von Mauser. Ich war auch auf dem Stand von PCBWay. Die zeigen dort einige Platinen aus ihrem Angebot. Zusätzlich gibt es noch ein Glücksrad, mit dem man Gutscheine zwischen 10 und 50 Dollar gewinnen kann. Diese werden dann direkt auf das Konto bei PCBWay gutgeschrieben. Wer brav bis jetzt geguckt hat, kriegt noch eine wunderbare Vorführung von ein paar Messungen bei Wirt Elektronik. Wir sind hier am Wirtstand. Die haben hier ein paar schöne Messinstrumente, wo man bunte bewegte Bilder sieht. Und zwar haben die ein LG-Spice-Modell jetzt für ihre LAN-Übertrager gebaut, wo man diese LAN-Übertrager wunderschön simulieren kann im LG-Spice. Und damit das auch einigermaßen mit der Praxis zusammenstimmt, haben sie hier ein wunderschönes Messgerät hingestellt. Und was zeigt ihr denn da Schönes? Ja, wir haben vier verschiedene Messaufbauten. Hier erstmal die erste Platine mit normalen diskreten LAN-Übertragern. Das Signal geht rein über das Kabel vom Frequenzgenerator in den ersten LAN-Übertrager, über ein Kabel in den zweiten LAN-Transformer und dann wird es mit dem Oszilloskop gemessen. Also man sieht jetzt quasi gelb hier das eingespeiste Signal, ne? Genau, das ist das Referenzsignal, was man hier sieht. Und in blau sieht man dann das Signal, wie es sich verändert hat nach zwei LAN-Übertragen. Ja? Man sieht dann, das eingespeiste Signal ist ziemlich rechteckig. Das ist so ein normales LAN-Signal und man sieht so ein bisschen Dämpfung schon nach zwei LAN-Übertragen. Und was wir ja auch sehen können, ist jetzt die Simulation. Auch hier in gelb dargestellt das Eingangssignal und in hellblau dann das Ausgangssignal. Und was man sehen kann, ist, dass das blaue Signal, das Ausgangssignal, Simulation und Wirklichkeit ziemlich nah beieinander ist. Bis auf kleine Unterschiede, die durchs Kabel zuzuführen sind. Und jetzt, nachdem wir 0,5 Meter Kabel gezeigt haben, zeigen wir auch nochmal 5 Meter Kabel. Jetzt haben sich Unterschiede in der Kurve dargestellt. Was wir hier jetzt sehen können, ist, dass der Time Delay wesentlich größer ist nach 5 Metern Kabel, weil das Signal ja durch das Kabel durch muss. Und die Dämpfung ist auch ein bisschen stärker, weil das Kabel natürlich stärker dämpft. Das gleiche können wir auch in der Simulation sehen. Auch hier haben wir den Time Delay und wir haben ja Dämpfung. Und auch hier sehen wir, dass die Simulation und die Wirklichkeit ziemlich nah beieinander liegen. Sehr schön. Perfekt. Dann vielen Dank für die Vorführung und noch eine schöne Messe diese Woche. Vielen Dank. Das war's auch schon von meinem Messetag. Wie gesagt, die Messe geht noch bis Freitag. Vorbeischauen lohnt sich.